Hallöchen, also Hallihallo und herzlich willkommen. Ich warte noch mal kurz. So. Hallo? Okay, geht ja alles. Ah, super. Perfekt, wenn alles geht, ist doch schon mal schön. So. Ja, hat jetzt ein bisschen länger gedauert mit dem Anfang. Viel länger, als ich gedacht hatte. Ich hoffte, es würde schneller gehen, aber es ging nicht schneller. Leider. Schauen wir mal, wann die ersten Leute eintrudeln. Okay. So. Ich weiß gar nicht, habe ich hier irgendwas eingestellt? Die Toy-Con VR-Brille, das ist Comedy Gold. So ein bisschen. Passt. Okay. So, ich muss mal gucken. Ist denn schon jemand da? Falls schon jemand da ist, sag doch mal Hallo. Bah. Ich habe irgendwas. Irgendwie bin ich ein bisschen verschleimt. Ich weiß gar nicht wieso. Aber, ja. Wird schon passen. Gut. Ich hoffe nur mal, dass überall die Spiele stimmen und so. Das wäre ganz geil. Nein, du bist bitte leise. Alter, dieses YouTube-Studio ist so unfassbar unübersichtlich. Ey, das ist so schlimm. Weitere Optionen. Und hier kann ich glaube irgendwo das Spiel, ja. Breath of the Wild. Speichern. Gut, dann haben wir das schon mal zugeordnet. Das ist hier super. So. Genauer kann es nicht mehr werden. Und dann würde ich sagen, fange ich einfach mal an. Die Leute werden schon nach und nach eintrudeln, denke ich mal. Okay, so. Ich habe ein paar Sachen, die ich machen möchte. Und das erste ist, gucken, ob ich eine Axt habe. Selbstverständlich habe ich keine Axt, das ist ja geil. Okay, wir sind dort. Das soll mal in Ordnung sein. Ist hier ein Schrein? Das ist gar nicht mehr. Ich überprüfe das gleich mal. Vielleicht ist da ja sogar ein Schrein. Keine Ahnung. So. Servus und HI3. Guten Tag. HI3. Hi, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Gut, der Turm der Wälder. Ich habe doch da jetzt was markiert. Das suche ich als nächstes. Also, Ziel ist es jetzt einerseits Schreine zu finden, Hallo Feli. Andererseits wurde mir ein Tipp gegeben, den ich so nicht mehr ignorieren kann, werde und möchte. Möchtest du, dass ich dahin springe? Oh, wenn du das sagst. Dorfquest. Die Dorfquest, exakt. Ich werde mir jetzt ein Dorf kaufen. So als Vorgeschmack auf Animal Crossing, ne? Ist ja logisch. Okay. Der Hallo Hyrule. Arti. Alles klar. Hi, Arkti auf jeden Fall. Der Hyrule-Manöverplatz. Da wisst ihr, wo wir sind hier. Ui, das ist ein ganz schön weiter Weg. Da muss ich mich ja bewegen. Sowas Doofes. Okay, Weiß noch jemand, wo die anfängt? Ich kann mir die Namen der Dörfer immer noch nicht merken. in Hateno. Hallöchen, ihr lieben Alexa, ist zurück. Oh je. In Hateno fängt die an. Ommundschaftsgericht, ich. Hi Sven. So, da ist aber ein Schrein, den werde ich jetzt schnell mal aktivieren, weil ich es kann. Nein! Nein! Oh, als ob.
Oh, und natürlich Wasser. Struffi, denkt an das Wasser. Als ob. Das ist jetzt nicht wahr. Ich denke nur an das Wasser, mein Bester. Dinge, die ich jetzt nicht brauche. Alter, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich habe gegen einen deiner Kameraden gekämpft, das reicht. Es gibt keinen Grund für mich. Ich versprach, dass ich nett sein werde. Oh oh. Schönen guten Abend, Kaninchen. So. Ich habe endlich ein Galopa in Pokémon Schwert. Mal gleich mal gucken. Alter. Ivarok. So, so. Der Ivarok, der Olle, sagt der. Angeblich ist hier ein Schrein. Den hätte ich gerne. Der Ivarok wäre mir jetzt eher egal. Oh, da ist ja echt ein Schrein. Oh, das ist ja praktisch. Von wo habe ich den denn gesehen? Die Ivaroks sind doch einfach. Guten Abend, Michi. Ja, natürlich sind die einfach. Nur aber 33 Gig. Ich sehe den Mehrwert nicht, wenn ich hier hingehe und den Ivarok jetzt besiege. Was ist der Mehrwert? Was habe ich dann gewonnen? Ist immer so ein bisschen die Frage, die sich mir dann stellt. Okay, wir wollen nach Hateno. Das ist ja fast Hateno. Hateno war hier, ne? Ja. Genau. Sollen wir alle nett oder alle gemein zu Strohwie sein? Am besten seid ihr beides. Immer. Weil was sollt ihr denn sonst sein? Genau. Also ich habe mal geguckt, ich habe mir jetzt eine Liste rausgesucht mit allen 120 Steinen. Das Ergebnis ist, ich habe 74 entdeckt, jetzt sind es 75. Der Mehrwert ist, du bekommst mit Edelsteine gleich Rubine. Was will man mehr, oh? Alle auf Strohi, das wird... Nicht schön. Das wird nicht schön. Gut, ich muss mir mal kurz abhaken. Was war das jetzt für ein Schrein? Evo 2. Das war der Name. Ich lese Namka gerade noch von Osu. Hoffmann den Sandmann. Hab noch 26 Seiten vor mir. Was, der Sandmann? Wieso liest man denn den Sandmann? Ich weiß gerade nicht, wer das geschrieben hat. Namka Osu. Okay. Easy, habe ich mir abgehakt in meiner Liste. Ah, der Michi. Na, sieh an. So, okay. Ich wollte jetzt nach Hateno. Jetzt bin ich in Hateno. Das ist ja praktisch. Das wird Spaß und nicht für Strohi. Beides. Okay, kein Problem. Stroh, ohne I. Ich hasse dich. Okay, wo ist denn jetzt mein... Evo Evoi 2. Oh, meine süße kleine Feli ist wieder da. Das freut mich. So, was machst du denn schon wieder für einen Scheiß? Bist du dumm oder was? Hallo, ich bin dumm. Was hahuha tust du da? Na, das Haus abra... Ach, bin ich schon richtig? Der Sandmann ist ein literarisches Werk aus der Epoche der Romantik. Das ist richtig. Aber warum würdest du ihn lesen? Hast du Deutsch oder was? Oh je. Eieieiei. So. Gut, es ist alt und niemand wohnt dort. Also haben die Leute in Hateno beschlossen, es abzureißen. Der ursprüngliche Bewohner ist zum Schloss gegangen und einfach nicht zurückgekommen. Hahuha, klingt, als ob er gestorben wäre. Als ob er brutal von Gennen zerrissen worden wäre. Arti, ich bin noch fieser Stepp-Aerobik, das bist du. Was? Bist du ein Portfolio dazu schreiben? Oh Gott, armer Michi. So, hahuha, hart, oder? Digga, aber sowas von, ich gebe doch trotzdem mein Bestes, weil ich's kann. Du bist ja nicht der, den ich suche. Ich suche jemand anderen. Die Frage ist nur, wo ist dieser andere? Aua, hey, nicht einreißen, niemand. Ich will's kaufen. Strohi, Hektar, huhahai, ich bin dumm. Es wird vermutet, dass dieses Haus ursprünglich Link selber gehörte. Ah, das ist schön. Michael, so nenne ich dich, Strohi-Boy. Sprich Landa mal ohne Klamotten an, Strohi. Wer ist denn Landa? Was? Das ist Tor da. Tor da. Wo ist denn Landa? Nix, toll. Wo sind denn deine komischen Kollegen? Irgendeiner von euch... Ach nee, ich glaube, die hocken hier gar nicht, ne? Aber das könnte natürlich sein, dass das hier mal Linkshaus wäre. Ach, da ist noch jemand. Na, sieh an. Oh, man kriegt ja sogar extra viel Essen. Das ist ja toll. Strohi-Boy, ich bin sehr gespannt auf ihre Antwort. Niemals! Wer bist du? Ich bin Dumpster. Hahuha, was machst denn du? Wir reißen das hier ab. Hahuha, warum? Weil es leer steht. Darum. Ach so.
Ich meine, ha-hu-ha. Ach so. Ha-hu-ha, wieso? Der Besitzer ist wohl weggezogen. Ha-hu-ha, ja, wo ist er denn jetzt? Erzähl doch mal, warum muss ich die ganze Zeit reden? Ich kann doch gar nicht reden. Woher soll ich das wissen? Vielleicht muss er flüchten. Ha-hu-ha, spannend. Findest du? Ha-hu-ha, nein. Tja, es ist ganz schön viel passiert in den letzten 100 Jahren. Ha-hu-ha, ja, okay, das stimmt. Ja, nach der großen Verehrung geht es jetzt endlich wieder bergauf. Ha-hu-ha, richtig, denn ich bin Link, der ultimative Held, und ich werde die Welt von dem Bösen erlösen. Das nervt. Okay. Ich habe den Typ hinter dem Haus erst ewig nicht gefunden, XD, aber du hast das ja recht schnell geackert. Stroh, ohne I. Ja, ich bin der Beste bei sowas. Wer bist denn du? Hallöchen. Note, kann ich dir weiterhelfen? Ha-hu-ha, was machst denn du da? Ich bin gerade dabei, dieses verlassene Haus abzureißen. Man findet in Zeiten wie diesen nur Schwerkäufer. Also haben die Dorfbewohner entschieden, dass man es einfach kaputt macht. Das gehört ihnen zwar nicht, aber das ist denen doch egal. Gesetze in diesem Land? Nein! Wer will das durchdrücken? Die Polizei? Die haben wir abgeschafft. Ha-hu-ha, gib her! Ha-hu-ha, ich haue dir eine, hör auf, bitte. Ja, aber Link, sag doch nur. Ha-hu-ha, hey! Sprachgesetze Dingens. Was? Sprachgesetze Dingens? Okay. Was ist das denn für einer? Ich kaufe es. Ich bin der. Also gut, ich erklär's dir. Dieses Haus, da wohnt schon seit Jahren niemand drin. Verstehst du? Es steht leer. Es gehört niemandem mehr. Okay. Und das bedeutet, wir, die Dorfbewohner, klauen es. Es gehört uns. Und wir machen es kaputt. Ja, Strohi. Strohi mit Stroh I. Mit Q. Das ist gut. Danke, Michi. Ich haue dir eine Stern, haut Strohi Boy eine Stern. Aua. Ja, also, das bedeutet, wir machen das jetzt kaputt. Denn irgendwas muss brennen. Ja, ja, und die Abrisskosten und so weiter, das kostet ziemlich genau 50.000, verstehst du? 50.000, mehr als du, armer Schlucker, jemals verdienen wirst. Hast du was gelernt? Nein. Ich meine, ha-hu-ha, hey, nein. Also, willst du 50.000 Rubine geben? Dann gib her. Ha-hu-ha, hey. Ratenzahlung? Zinslos, weil Freunde? Ha-hu? Ja, natürlich ist das viel. Ich will es dir auch nicht geben, sondern es niederbrennen. Denn es muss brennen. Als ich so alt war wie du, hatte ich auch ständig Geldprobleme. Ich weiß also, wie sich das anfühlt. Ach ja, du brauchst Geld. Brenn alles nieder. Stern haut Strobiboy eine noch wärster Stern. Aua, das tut weh. 3 Punkte. 6 Punkte, unterteilt in 2 Dreiergruppen. Das macht 3 Punkte pro Gruppe, also insgesamt 6. Also gut. Pass auf, ein Sonderangebot nur für dich. 3.000. Aber! Zuerst bringst du mir 30 Holzbündel. Guckst du YouTube über Google Chrome Strohi? Nee, ich nutze nur den Firefox. Hast du endlich was gelernt? Nein, ich meine ha-hu-ha-ha-ha-hey, ha-hu-ha! Hey, nein. Zuerst bringst du mir 30 Holzbündel. Ich brauche nicht Geld. Hallo, Pete. Hi, Pete, auf jeden Fall. Yo, dummster Tor, da hört doch gerade mal auf. Alles klar, ich mache eh viel lieber Pause. So. Es tut mir sehr leid, lieber. Wie heißt Guten du? Guten Abend, Pete, Markus, hi. Niemand Doppelpunkt Strohhematte mit Link. Stern, Prügel, Strohbiboy, Wunschstern. Hallo. Kann die Sache ein bisschen warten, bis ich mich gemütlich hingesetzt habe am besten? Nein, Brav ich bin... Strohi. Das hat ja gar nicht geholfen. Jetzt musst du viele unschuldige Bäume töten. Ich könnte den da töten. Der sieht schon so aggressiv aus. Hallo. Ha-ho-ha, wer bist du eigentlich? Ich bin Dummi. Ich meine... Moment, wo kam das her? Ich bin Dummi, wir sind Dummi? Ich weiß es gar nicht. Ich bin Dummi, ein Zimmermann beim Bauunternehmen Yolanda. Ha-hu-ha, was machst denn du? Pause.
Sieht man doch, du Idiot. Ich mag den total gerne. Saugeil. Der erzählt nicht lange, der labert nicht lange. Du fragst ihn, was machst du? Und er sagt, ich Pause. Ich werde Stroh-B-Boy melden. Warum? Ist aber gar nicht lieb. Na, und mich mundprügeln ist auch nicht lieb. Übrigens, hahuha, was? Hahu? Willst du das Haus kaufen? Hahuha, ja! Ha, gesprochen wie ein echter Mann. Hahuha, mache ich andauernd, also dass ich nicht reden kann. Hahu. Tja, du wärst ein geiler Kollege. Wie heißt denn du? Also, es gibt einige Wälder, unter denen du wählen kannst. Hahuha, ich heiße Hahuha Link. Oh ja, dann kannst du dich bei uns arbeiten. Hahuha, was? Du nervst, ich bin sehr enttäuschend. Tut mir leid, aber in Zelda spricht Link einfach immer so. Das ist ein Naturgesetz. Weil der Name nicht auf da endet. Hahuha. Ich heiße Ha-Hu-Hu-Hey Link da? Das zählt nicht mehr, die erste Antwort zählt. Aber der Name muss auf da enden, das hat Landa entschieden, der Chef. Falls du Holz brauchst, am Satori-Berg gibt's ein kleines Apfelwäldchen mit viel Holz und Äpfeln. Wolltest du nicht Geld verdienen? Was trödelst du hier rum? Wie viel Geld habe ich denn aktuell? Oh ja, ich habe ja fast 3000, easy. Hi. Beendlich ein bisschen Freizeit. Wer bist du? Torda, der jüngste Neuzugang bei Yolanda. Meine Probezeit ist endlich vorbei. Jetzt kann man mich nicht mehr feuern. Ich werde alles niederbrennen. Ich meine, ich bin ein vollwertiges Mitglied. Heißt es im Englisch so, was bei Handwerkern etwas mehr Sinn macht. Ich hasse dich so abgöttlich, Stroh-B-Boy. So, gut. Und ich sage dir, ich bin so froh, dass mein Name mit da aufhört. Barock besiegen sollen, XD. Definitiv. Ja, genau. Damit du bei Yolanda eingestellt wirst, muss dein Name auf da enden. Er will expandieren, das heißt, mehr Nein, Frauen müssen ihre Kinder mit da enden lassen. Niemand Doppelpunkt Strohi Doppelpunkt zerstört zuerst ganz Hyrule, bevor er Ganon tötet, best Hero ever. Der allerbeste. Oh yeah, das sieht ja schön aus. Also dann hast du 30 Holzbündel? Bestimmt. Sehr gut. Dann nehme ich sie mal ab. Sternpatte Kaninchenstern. Ich hatte schon 30! Ja lol, geil. Jetzt weiß ich, dass es dir ernst ist. Also 3000, das gehört dir. Melde dich bei mir, wenn du das Geld zusammen hast. Easy. Easy. So schnell hatte ich noch nie 30 Holzbündel. Ich habe sie einfach ausgerüstet. Krass. Ich hasse diesen Estiro-B-Boy. Ah, der ist doch cool, der Stroh-B-Boy. Das ist der coolste, wo gibt auf Welt. Yeah, Mann, ich bin voll fett. Ich meine, stark. Gut. Ich brauche 3000 Rubine, muss ich den jetzt wirklich besiegen. Achte auf Landas-Sätze. Die sind unter anderem ziemlich interessant. Ich haue gleich noch einmal. Och nee, lass mal. Anton ist traurig, wenn du mich haust. Das darf nämlich nur er, hat er gesagt. Hallo? Wenn man vom Teufel spricht. Das ist gut. Schön. Ich hoffe, du hast das gehört, Anton. Stern haut Stroh-B-Boy Stern. Anton. Schön. Okay. Also dann versuche ich halt mal dieses Viech umzubringen. Ich werde scheitern. Ich hoffe, es ist euch bewusst. Well. Hallo Anton. Ja, hab's gehört. Hä? Regnet's hier? Nein! Jetzt regnet es. Nicht in 5 Minuten, nein, jetzt. Du wirst nicht scheitern. Ich scheiterte schon dabei, diesen Berg hochzuklettern, ohne zu sterben. Doch, ich werde scheitern. Dein Freund hat einen an der Waffel. Ah. Oh. Zweimal Urbosan, gut ist. Echt? Und Kaninchen darf dich hauen. Null. Was? Aber Anton, ich dachte, das mit uns wäre was Besonderes. Ich hab nur... What? What? Ich hab 2 Pfeile? Warum? Ich will HY-Rule abbrennen. Ich darf nicht die Hymne der Stroh-Weiß-Jet-Union reinschicken, wird instant gelöscht. Oh. Schade.
Schade. Ja, Hyrule abbrennen finde ich gerechtfertigt. Habe kein Monopol gerechtfertigt. Drauf. Was, ich hasse dich umso mehr. Wollt ihr euch wehren? Ihr seid tot. Weg. Darum kaufe Pfeile, wofür du Rubine brauchst. Ja, aber das ist ja teuer. Wie kriege ich dich jetzt? Nein. Also sind die Evarugs doch interessant. Shit. Ja, wenn ich Geld dafür krieg, ja. Muss ja. So, wie ist denn das jetzt? Der kommt jetzt an und will gegen mich kämpfen, aber ich hab ja Bomben. Am meisten Schaden machst du dem Evarok mit Hämmern, Erzbohrern oder zwei Endern. Okay, das war vielleicht dumm. Oh doch, nee, war's nicht. Nice. Nein! Strohi geht doch selber in den Flammen um. Mist. Das hat nicht funktioniert. Lass mich oben. Oh, warte, ich brauche einen Hammer. Halt, ich habe einen Hammer. Ich habe einen Ultra-Hammer. BOOM! Achso. Wer hasst Strohbiboy, schreibt mir eine 1 in den Chat. Das stimmt nicht ganz. Das hängt von der Stärke der Waffe an sich ab. Du kannst auch an ihn ranspingen und hochklettern. Ah, da will er jetzt wieder hier. Hammer aufladen. Oh, der ist mir zu schnell. Ah, Mann, ey. Lass deine scheiß Hand weg. Haha. 1,5. Hoch, hoch, hoch. Hoch. Guck, wir machen dich jetzt kaputt. Alter, das geht ja übelst ab, das Ding. 9. Holy, Urbosas Zorn ist ja übelst krass. Ich sag mal so, durch die Drehattacke macht man MMN am effektivsten Schaden. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Das ist ziemlich gut hier, ordentlich gewesen. Anton, ich habe gewusst, dass du mich nicht im Stich lässt. Jupp, diese Spezialfähigkeit ist... 1,5! Du hast nicht versagt, Markus Hype. Ja, ich wollte vorhin schon aufladen, aber irgendwie hat er sich nicht gedreht. Weiß ich nicht, wollte er wahrscheinlich nicht. Okay, 9. Oh, Feli, ich mag dich auch. So, das ist schön, das merke ich mir. Wer will einen Kampf? Wer will einen Kampf? Dieser Stein wollte einen Kampf, dann ist er gestorben. Tja, passiert. Revali ist die Waifu in dem Gamme. Hat Feli Said? Bernstein kann ich doch jetzt schon mal 10 verkaufen, aber ja 3000. Ne, 300, scheiße, das lohnt sich ja gar nicht. Uff. Diamanten brauche ich, glaube ich, noch, ne? Du klangst in deinem MM-Part von gestern ziemlich unmotiviert am Anfang. Ja, das kann sein. Immer dich, Kaninchen. Immer doch. Oh, Anton und sein Kaninchen. Das ist ja süß. Gut. Oh, Borgi! Nein, warte, du sagst, es ist nicht wegen der Neuen, ne? Verdammt. Schade. Oh, ich mag meine Feli. Okay, in schwierigen Zeiten ist sie die Einzige, die für mich da ist. Okay, so. Gut, jetzt haben wir das. Also, effektiv könnte ich ja jetzt mal verkaufen gehen. Also, aktuell könnte ich erstmal Pfeile kaufen, weil wegen logisch, ne? Doch, auch wegen der Neuen. Oh, ich mag dich auch, Brogi. Es tut mir leid, dass ich dich beleidigt habe. Hahas wert. Das ist kein Thema, Kaninchen. Ich mag dich trotzdem. So, Geldfarm. Was ist denn das für ein Spiel? Früher habe ich einfach immer Gras geschnitten. Heute muss man große Steingolems töten, ob die wollen oder nicht. Das ist ja gemein, die armen großen Steingolems, die gar nicht wollen.
Sie tun mir fast ein bisschen leid. Ha, würde ich sagen. Und was ist mit Borgi? Normal Höhenpunkt. Borgi mag ich total gerne. Normal Höhenpunkt, dass du es nur weißt. Das ist so bescheuert. Okay. Ich brauche jetzt wieder... Morgen wird in die schwierige Zeit, wenn du nicht wieder auf ist stallt. Ich dich auch, aber Anton ist so süß und nett. Oh, ja, ja, Anton ist definitiv süß und nett, deswegen habe ich ihn ja auch zuerst abgeschleckt. Na, www. So. Oh, die Musik hier ist so geil, ich mag die so gerne. Ich bin sehr gerne hier. Schade, dass ich eine Frau sein muss, um hier zu sein. Du kannst auch in die Mine gehen. Stroh, ohne I. Ich liebe das Vorleseding. Ich liebe es auch. Hast du schon ein Ponita? Zwich, Party, lass Anton in Ruhe. Savak. Leider nein. Vertragsgelötete www.kaninchen 3. Nein, ich verkaufe dir kein Maxidur. Ja, hallo, nein. Was ich dir verkaufe ist, Willst du eins? Ich habe endlich ein Galoper. Drei davon. Ja, nimm. Gönn dir. Gönn dir, hast du ja verdient. So, außerdem habe ich noch... Die hier sind doch... Ja, ja. Nimm 11 davon. Das ist zwar nicht viel... Noxtan, Ommundschaftsgericht, 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 Ommundschaftsgericht... Was ist denn nur los mit dir, mit deinen Ommundschaftsgericht, 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 Ommundschaftsgericht... Anton, ich habe deinen Namen gehört und sehr viel Spam. Was hat das zu bedeuten? So, die Dinger will ich eigentlich gar nicht verkaufen. Boah, ich könnte die eigentlich alle... Ja, das bringt mir gar nichts. What? 340? Für ein bisschen Ausdauer. Lol. Was ist denn so das teuerste Essen, was ich habe? Ommundschaftsgericht, Ommundschaftsgericht, ich eher Ommundschaftsgericht, 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 Ommundschaftsgericht. Kaninchen, stopp, hör auf, sonst schalte ich die aus. Dann liest dir keiner mehr was vor. Okay. 40, das ist ja alles wertlos. Was ist das? XD? 340, okay. Nee, machen wir jetzt nicht. Ich bin sehr froh, la 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 la. Was machst du denn nur, Kaninchen? Okay, 5. Ja, das ist alles nichts wert. Doch. Also schön anständig bleiben. Sonst werde ich traurig. Ja, mein Gott, dann kriegst du halt noch 6 Opale. Dann auch nochmal 360, ja, nimm. Ja, ja. Das passiert, wenn man Fans gewinnt. Wie hatte zu viel Energie. Okay, aber stop it. Nein, den kriegst du nicht. Du hast genug Edelsteine. So. 300, ja, okay, der ist schön was wert, das ist nichts wert. Habe ich noch irgendwas, was schön viel wert? Nee. Das Essen, das bringt ja alles gar nichts. Warum ist das nicht 100 Millionen wert? Anton O. Okay. Kaufen wir erstmal Holzpfeile. Das sind 5. Zum Glück habe ich keine. Also stop, ich bräuchte... Get so me help. Okay, ich höre auf mit den Memes. Mühlige Anton Sumuch. Oh, Anton, du hast eine Freundin. Ich lese dann mal wieder in Ruhe weiter. Bis okay. Dann. Okay. Guten, viel Spaß, Michi. Boah, wo komme ich denn jetzt am schnellsten auf 105? Ja, ach komm, nimm ihn doch, wenn du ihn unbedingt haben musst. Für dein Glück. Warum hat man hier so Geldprobleme? Die hat man so gut wie nie. Richtig, ich habe aber immer Geldprobleme, aus Prinzip. Weil ich es kann. Bei Michi XD? Bei Michi. Das bringt mir 50, das ist nichts. Was will ich denn noch verkaufen? Ach komm, fuck it.
Du kriegst noch 10 Bernstein fertig. Und danke, Kaninchen. Fertig, aus. So, ja, nimm. Ja, genau. Nimm mir mein alles. Und ich guck währenddessen... Anton, wie geht's dir? CST. Hallo? Anton hat eine Freundin, kleiner als 3. So, Borgi, ich werde dir jetzt alle Schild-exklusiven Pokémon züchten. Hallo, Juju. Hallo, Juju. Oh, Feli, du bist ja nett zu Borgi. Das ist schön. Das freut mich. Seid nett zueinander und seid glücklich und froh und happy und was okay, weiß ich. Die ich hab. Okay. Die du hast. Alter, ich weiß nicht. Feli, sag mal, du als jemand, der dieses Spiel spielt. Was hältst du von dieser Season Pass DLC-Idee? Arkti, ich klatsch dir eine. Was hast du getan, Arkti? Ah, schön. Was ist das hier eigentlich für ein Haus? Wo kommt das her und warum gibt's das? Keine Ahnung. Egal. Schauen wir mal. Hallo, Digga. Hallöchen. Hast du 3000 Rubine? Haha, wer bist denn du eigentlich? Und die anderen, die es spielen, fragst du nicht? Oh. Ja. Da muss stehe ich jetzt auf. Ich frage euch alle nacheinander, weil ich es kann. Ihr könnt euch eure aus. Meine Verteidigung ist zu groß. Ich bin nicht 3, du Dummkopf. Du bist ein blöder Mann. Willst du mich verarschen? Wir haben. Du hast mir 30 Holzbündel gegeben. Wir sind schon sowas wie Schwestern, Mann. Ich bin Josef Lander, Zimmermann, Architekt und Chef des Bauunternehmens Yolanda. Ich habe gesagt, dass Anton eine Freundin hat. K-L-E-I-N-E-R-A-L-S-D-R-E-I. Er hat ein Herz-Smiley gemacht. Neubau, Umbau, Abriss, Fassade, da! Alles ums Haus erledigt, Yolanda! Josab, da, Landa! Bauunternehmen, Yolanda! Note. Yolanda, da, Yolanda! Cha-ching! Zeige dich doch, Landa, mal ohne Kleidung, XD. Hab ich doch schon. Was, du kennst meinen Signature-Move nicht? Alter, ich dachte, ihr tanzt den gerade alle. Ja, wie er eben auch, wie dem auch sei. Wenn du nichts brauchst, kannst du bitte deine Klappe halten. Hat er schon, Boggy? Arkti? Ach, Kaninchen. Ganz lieb bleiben, Kaninchen. Ganz, ganz lieb. Schön. Ja, Borgi, ich frage euch alle nacheinander. Jetzt warte ich erstmal, was Feli schreibt und dann frage ich dich, ob du willst oder nicht. Hallo? Ich bin ein Bartgesetzial. Ein Bartgesetz, okay. Im Ernst? Du gibst mir 3000 Rubine. Boah, Alter. Nicht zu glauben und dabei bin ich nur ein einfacher Dieb. Joa, verarscht. Nochmal. Ja, dann lass mich dir die Rubine abnehmen. Die sind so schwer, du armes Mädchen, du. Die Firma dankt. Ich gehe dann mal nach Hause und wir sehen uns nie wieder. Wo mein Haus ist, sage ich dir nicht, okay? Besser als das, wenn sie Pokémon Ultra Schwert und Schild nächstes Jahr für Vollpreis raushauen, also ja. Okay. Gut, Borgi, was sagst denn du zum Season Pass? Ja, in deinem Alter so viel Geld für etwas auszugeben. Hast du eigentlich das DLC geholt? Wovon, von Zelda? Nö. Ich glaube auch nicht, dass ich es mir noch holen werde. Was käme denn mit dem DLC da noch zusätzlich mit? Ich habe noch eine Waffenhalterung mit draufgelegt. Wollte eh keiner kaufen. Ich meine, die ist der neueste Schrei unter euch Jugendlichen. Meine Meinung auch gefragt. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Natürlich, Arkti, nach Borgi. So, was mache ich als nächstes? Ach ja, genau, da war ja noch was. Ich bin ein sehr schöner als Arkti. Ich schicke Domi nach Akala, um dort Land zu erschließen. Und hey. Meine... Deine? Weiß ich nicht, du hast eh keine Meinung. Du bist Arkti. Aber ich war die ganze Zeit ein Mann! Düm, düm, düm! Oh ja, du siehst ja geil aus. 16 Steine und ein Dungeon. Oh cool, okay. Ausrüstungsgegenstände. Und die Balllade der Recken. Okay. Vor allem die Balllade lohnt sich.
Hahuha, was meinst du mit erschließen? Tja, wir müssen mehr werden. Hallo an alle. Ich werde ihn bald losschicken. Ein paar heftige Hi, Pius. Eine Stealth-Mission, Verbesserung der Fähigkeiten und ein Muppet. Ich meine, ich hab's dir schon paar Mal erklärt, was mit DLC kommt, aber lass mal's.